Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundesrat hat heute das geplante Bürgergeld der Ampelkoalition vorerst gestoppt. Die Länder mit Regierungsbeteiligung der Union verweigerten dem Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil ihre Zustimmung. Sie kritisieren, das Vorhaben setze falsche Anreize. Das Bürgergeld soll das bisherige Hartz-IV-System ablösen. Jetzt ist der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat am Zug, einen Kompromiss zu finden. Nach der verlorenen Abstimmung macht Arbeitsminister Heil die Runde bei den Ländervertretern. Besonders bei der Union wird er jetzt Überzeugungsarbeit leisten müssen. Die hatte ihm in der Debatte noch einmal vorgeworfen, das Bürgergeld bestrafe die Arbeitswilligen. Damit sendet die Ampelkoalition das Signal, Arbeiten lohnt sich immer weniger. Das Lohnabstandsgebot, ein elementarer Grundsatz sozialstaatlicher Gerechtigkeit, wird so ohne nachvollziehbaren Grund aufgegeben. Das ist schlichtweg ungerecht. Das Bürgergeld soll ab dem 1. Januar Hartz IV ablösen. Die Union stört sich vor allem am sogenannten Schonvermögen, auf das der Staat 2 Jahre keinen Zugriff haben soll. Dass Arbeitsunwillige zu wenig bestraft würden, weist der Minister zurück. Es muss sein, dass es Mitwirkungspflichten gibt, die gibt es im Gesetz, und dass es in Härtefällen auch Sanktionen gibt. Übrigens gibt es keine sanktionsfreie Zeit. Auch in den ersten 6 Monaten ist es so, dass die chronischen Terminverweiger mit Leistungskürzungen zu tun haben. Trotzdem findet das Gesetz keine Mehrheit in der Länderkammer. Die Bundesregierung ruft daher heute den Vermittlungsausschuss an, der zur Hälfte mit Bundestags- und Bundesratsmitgliedern besetzt ist. Der Finanzminister zeigt sich gesprächsbereit. Wir sollten gemeinsam alles möglich machen, dass das Bürgergeld kommt. Und das Vermittlungsverfahren jetzt ist eine Chance dafür. Und übrigens kann das Bürgergeld ja auch noch besser werden. Ich habe nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Nach Wochen zum Teil erbitterter Debatten zwischen Regierung und Union wird der Tonfall nun merklich sachlicher. Denn trotz der heutigen Blockade wird sich die CDU bewegen müssen. Dafür regiert sie in den Ländern zu oft mit Grünen und SPD, also den Bürgergeldbefürwortern. Und die Zeit drängt. Bis Ende November muss ein Kompromiss gefunden werden, wenn das Bürgergeld wirklich am 1. Januar 2023 in Kraft treten soll. Gebilligt hat der Bundesrat die einmalige Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden in diesem Winter. Sie ist als Überbrückung gedacht, bis die geplante Gaspreisbremse wirkt. Das soll voraussichtlich im kommenden März der Fall sein. Vorgesehen ist, dass der Staat die Abschlagszahlung für Dezember übernimmt. Mieterinnen und Mieter sollen die Gutschrift mit der nächsten jährlichen Heizkostenabrechnung erhalten. Das angeschlagene Gasunternehmen Securing Energy for Europe, kurz SEFE, wird verstaatlicht. Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte, droht der früheren Gazprom-Tochter die Insolvenz. Dadurch sei die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährdet. Im Zuge der Verstaatlichung sollen milliardenschwere Darlehen in Eigenkapital umgewandelt werden. Hinzu kommen etwa 226 Millionen Euro an frischem Geld. Die SEFE wird seit April von der Bundesnetzagentur verwaltet. Inmitten politischer Spannungen zwischen den USA und China haben sich die Staatschefs beider Länder zu einem Gespräch getroffen. US-Präsident Biden und sein chinesischer Amtskollege Xi kamen auf der indonesischen Insel Bali zusammen. Dort beginnt morgen der G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Bei ihrem Treffen sprachen Biden und Xi unter anderem über den Handelskonflikt, die Taiwan-Frage und Russlands Atomdrohungen im Krieg gegen die Ukraine. Es ist der Gipfel vor dem Gipfel und das erste Treffen der beiden, seitdem Joe Biden im Amt ist. Der Streit um die Taiwan-Frage, die unterschiedlichen Positionen zu Russland im Ukraine-Krieg, die Beziehungen USA-China gelten als so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht. Xi Jinping spricht zu Beginn von großen Herausforderungen in der Beziehung beider Staaten. Die Welt ist an einem Scheideweg. In welche Richtung soll es gehen? Diese Frage beschäftigt nicht nur uns, sondern alle Länder. Die internationale Gemeinschaft erwartet, dass China und die USA ihre Beziehungen angemessen gestalten.
3,5 Stunden dauerte das Gespräch und damit deutlich länger als geplant. Wirklich näher gekommen sind die beiden sich dabei offensichtlich nicht. So beharrt China darauf, dass die Taiwan-Frage eine innere Angelegenheit sei. Nicht nur in diesem Punkt ist Biden anderer Meinung. Er bekräftigt selbstbewusst den Führungsanspruch seines Landes im Wettbewerb mit China. Wir werden hart in diesem Wettbewerb kämpfen, aber ich suche keinen Konflikt. Ich werde diesen Wettbewerb verantwortungsvoll führen. Ich möchte, dass jedes Land sich an die internationale Weltordnung hält. Beim Thema Ukraine waren sich beide immerhin in dem Punkt einig, dass ein Krieg mit Atomwaffen nicht akzeptabel sei. Eine Position, die auch Bundeskanzler Scholz am Herzen liegt, der am Abend auf Bali eintraf. Er rechnet beim Gipfel mit deutlichen Worten und sogar Streit. Miteinander im Gespräch, aber in der Sache hart bleiben. Die USA und China haben heute den Ton gesetzt für den G20-Gipfel morgen und übermorgen. Ob sich die Staatschefs am Ende überhaupt auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen werden, ist bei den vielen Konfliktthemen derzeit völlig ungewiss. Wenige Tage nach dem Abzug der russischen Truppen aus Cherson hat der ukrainische Präsident Selenskyj die befreite Region besucht. Er wolle den Menschen im Süden des Landes seine persönliche Unterstützung ausdrücken, so Selenskyj. Der Rückzug Russlands sei der Anfang vom Ende des Krieges. Den russischen Truppen warf Selenskyj Gräueltaten vor. Ermittler hätten bereits hunderte Kriegsverbrechen in Cherson dokumentiert. Ein emotionaler Moment in Cherson. Die Menschen singen die Nationalhymne. In Anwesenheit des Präsidenten wird die ukrainische Flagge nochmal offiziell gehisst. Volodymyr Selenskyj hat die wieder ukrainisch kontrollierte Stadt im Süden des Landes überraschend besucht. Ihr alle, unsere Streitkräfte, Nationalgarde, Geheimdienste habt gezeigt, es ist unmöglich, die Ukraine zu töten. ZSU ruft die Menge, die drei Buchstaben stehen für die ukrainische Armee. Präsident Selenskyj läuft ohne Helm und schusssichere Weste über der Jacke grüßend durch die Stadt, wohl als Zeichen, dass die Gebietshauptstadt jetzt sicher sei. Viele Anwohner reagieren auf den Besuch sehr emotional. Am Anfang haben alle gedacht, das sind falsche Nachrichten. Aber als wir es wirklich verstanden haben, dass es unsere Soldaten sind, haben wir alle angefangen zu weinen. Ich bin voller Freude, Tränen, Tränen der Freude. Wir haben es geschafft, wir haben durchgehalten. Allerdings gibt es in der Stadt kaum Lebensmittel. Wasser und Strom sind knapp. Die Menschen hier sind auf Hilfe angewiesen. Die Ukraine wirft der russischen Armee zudem zahlreiche Kriegsverbrechen vor, auch in der Region Cherson. Aus Moskau gibt es heute nur diese Reaktion. Kreml-Sprecher Peskow kommentiert den Besuch Selenskyjs nicht direkt, bezeichnet Cherson in einem kurzen Statement aber weiter als russisches Staatsgebiet. Einen Tag nach dem Bombenanschlag in Istanbul hat die Polizei erste Ermittlungsergebnisse präsentiert. Demnach wurden 46 Verdächtige festgenommen. Unter ihnen eine Frau, die die Bombe platziert haben soll und die angeblich Verbindungen zur verbotenen PKK hat. Die kurdische Untergrundorganisation wies die Anschuldigungen umgehend zurück. Bei dem Anschlag in einer Fußgängerzone waren gestern 6 Menschen getötet und mehr als 80 verletzt worden. Eines der Opfer war ein kleines Mädchen. Freundinnen trauern an ihrem Sarg. Am Vormittag veröffentlicht die türkische Polizei diese Aufnahmen. Eine Antiterroreinheit stürmt die Wohnung einer Frau, die die Bombe auf einer Einkaufsstraße im Herzen Istanbuls platziert haben soll. Die Frau habe die Tat und die Mitgliedschaft in der als Terrororganisation eingestuften Kurdenmiliz PKK und deren syrischen Arm YPG gestanden, heißt es. Innenminister Soylu legt am Tatort Blumen nieder. Er gibt den USA eine Mitschuld für den Anschlag. Wie und auf welche Weise die Terrororganisation koordiniert wird, wissen wir. Der Täter ist derjenige, der die syrische Kurdenmiliz und die PKK mit Informationen versorgt. Seit Jahren kritisiert die Türkei die Kooperation der US-Armee mit der Kurdenmiliz in Nordsyrien scharf. Der türkische Staat wirft ja der PKK respektive der YPG vor, für diesen Anschlag verantwortlich zu sein. Und es ist bekannt, dass die Amerikaner die YPG aufgebaut haben, mittrainiert haben, ausgerüstet haben für den Kampf gegen den Islamischen Staat. Die Erdogan-Regierung will der türkischen Armee nach Offensiven in den Jahren 2016, 2018 und 2019 einen erneuten Marschbefehl gegen die Kurdenmiliz in Nordsyrien geben, weil diese die Sicherheit der Türkei bedrohen würde.
Spätestens im Juni kommenden Jahres finden in der Türkei Wahlen statt. Vor den vergangenen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2018 brachte eine Offensive gegen die Kurdenmiliz Erdogan viel Zuspruch. Ein erneuter Einmarsch in Nordsyrien, so Beobachter, könnte die Erdogan-Partei AKP auch aus dem aktuellen Umfragetief holen. Wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran verhängt die EU weitere Sanktionen. Die 27 Außenminister beschlossen einstimmig Strafmaßnahmen, die sich gegen mehr als 30 Personen und Organisationen des islamischen Machtapparats richten, zum Beispiel Einreiseverbote und Vermögenssperren. Betroffen sind nach EU-Angaben unter anderem ranghohe Mitglieder der Revolutionsgarden sowie der iranische Innenminister Wahidi. Außenministerin Baerbock sprach von einem unmissverständlichen Signal an das Regime. Mit einem neuen Migrationsabkommen wollen Großbritannien und Frankreich stärker gegen illegale Einwanderung über den Ärmelkanal vorgehen. Den entsprechenden Vertrag unterzeichneten die britische Innenministerin Braverman und ihr französischer Amtskollege Darmanin in Paris. Geplant ist unter anderem der Einsatz von zusätzlichem Sicherheitspersonal, Drohnen und Spürhunden. London will Paris dafür etwa 72 Millionen Euro zahlen. Nach Angaben des britischen Innenministeriums haben in diesem Jahr bisher mehr als 40.000 Menschen den Ärmelkanal überquert. Dies ist ein neuer Höchststand. Auf der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh hat Bundesentwicklungsministerin Schulze für einen globalen Klimaschutzschirm geworben. Deutschland wird 170 Millionen Euro bereitstellen, um Schäden abzufedern. Betroffene Länder sollen etwa nach Überschwemmungen oder Dürren aus dem Fonds Geld bekommen, um Menschen in Notlagen zu unterstützen. Besonders gefährdet sind beispielsweise Staaten in Asien und Afrika. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Viele Familien in diesem armen Viertel von Amria in der Nähe von Alexandria können sich die massiv gestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie in Ägypten nicht mehr leisten. Aus Deutschland erhalten sie 19 Euro monatlich bar ausgezahlt. Eine neue Form von direkter Unterstützung im Rahmen der Entwicklungshilfe. Ich lege ein bisschen Geld davon zur Seite. Von dem Rest habe ich Hühner gekauft, sie großgezogen und wieder verkauft. Mit dem Geschäft kann ich mich über Wasser halten. Diese Nothilfe soll auch beim neuen globalen Schutzschirm zum Einsatz kommen. Bundesentwicklungshilfeministerin Schulze hat ihn heute offiziell gestartet. Zusammen mit Vertretern von Staaten, die vom Klimawandel besonders betroffen sind, wie Ghana und Bangladesch. Ihnen soll bei Klimaschäden schnell geholfen werden. 170 Millionen Euro bringt Schulze dafür ein. 40 Millionen kommen bislang von anderen Staaten. Mein Appell ist an alle, diesen globalen Schutzschirm zu nutzen, an alle Länder und dafür jetzt auch Geld zu geben. Das ist ein erprobter Weg. Wir wissen, wie man das Geld zu den Menschen bringen kann. Das ist etwas, was sehr schnell hilft. Und die Schäden, die der Klimawandel verursacht, die sind jetzt schon sehr deutlich sichtbar. Und für Millionen Menschen auch längst spürbar. Sie sind auf Hilfe dringend angewiesen. Ein guter Ansatz, sagen heute viele Vertreter ärmerer Länder über den globalen Schutzschirm. Aber längst nicht genug. Vor allem nicht für langfristige Klimaschäden, die sich auf hunderte Milliarden Euro belaufen dürften. 6 Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist die deutsche Nationalmannschaft in die Golfregion abgereist. Am Flughafen Frankfurt wurde das Team von Trainer Hansi Flick verabschiedet. Erstes Reiseziel ist Oman, wo die deutschen Spieler ein Kurztrainingscamp absolvieren und am Mittwoch zu einem Testspiel gegen die dortige Nationalmannschaft antreten. Am Donnerstag soll dann das WM-Quartier in Katar bezogen werden. Eine Dokumentation über Gastgeber Katar gibt es gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Ex-Nationalspieler Hitzelsberger hat dort mit Arbeitern, Menschenrechtlern und Mitgliedern der LGBTQ-Gemeinde gesprochen. Anschließend diskutiert die Runde bei Hart aber fair über den Film und die Stimmung vor der WM. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 15. November. Die östlichen Landesteile liegen morgen noch unter Hochdruckeinfluss. Sonst sorgen atlantische Tiefausläufer für wechselhafteres Wetter. Heute Nacht fällt im Westen und Südwesten gebietsweise Regen. Sonst ist es trocken, in der Osthälfte oft klar. Regional macht sich aber wieder Nebel breit. Abseits davon gibt es morgen im Osten viel Sonnenschein, sonst viele Wolken, aber nur wenig Regen. Im Nordwesten später auch Auflockerungen. In der Nacht an der Saar noch 10, in Niederbayern minus 2 Grad. Morgen werden Höchstwerte zwischen 6 und 16 Grad erreicht.
Am Mittwoch vor allem in der Osthälfte trüb und gebietsweise Regen, im Westen und Südwesten neben Wolken auch Sonne. Am Donnerstag meist bewölkt und oft Regen, im Nordosten trocken, Freitag insgesamt unbeständig mit Regen, im Nordosten auch Schnee. Um 22.15 Uhr berichten die Tagesthemen mit Karin Mioska über die Rechte der Frauen in Katar. Und es geht um das G20-Gastgeberland Indonesien, warum dort um deutsche Elektroautohersteller geworben wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.